Frodo, grüß dich, Art. Ein Wiedersehen der besonderen Art. Ja, schön. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut, dankeschön. Du bist auch gewachsen. Ne? Ich? Ne? Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld. Die größte Bayern-Chronik aller Zeiten vereinte die drei erfolgreichsten Bayern-Trainer wieder miteinander. Sogar der 84-jährige Detmar Kramer reiste extra nach Basel an. Gemeinsam erinnerten sich die drei Trainerlegenden an ihre großen Erfolge mit dem FC Bayern und staunten über das 556 Seiten starke und 25 Kilogramm schwere Kunstwerk der Fußballliteratur. 4 Sterne. Dieses Buch, sowas habe ich noch nie gesehen. Höchstens im Vatikan, wenn irgendwo eine Bibel aufgelegt ist. Das ist natürlich schon fantastisch für alle Beteiligten, für alle Fans, wenn man in einem solchen Buch blättern kann. Hoeneß mit 14 kennengelernt und Franz mit 16 oder ich habe es als Jungens kennengelernt. Sie duzt mich heute nicht. Ich sage, duzt wie ihn, wie der Vater zu seinem Sohn. Das ist ein enges Verhältnis. Für Kramer, Hitzfeld und Lattek ist der FC Bayern ein Stück Heimat geworden. Reine Herzenssache. Hier war meine Heimat. Hier waren die jungen Spieler, die ich mitgebracht habe. Hier, mit denen bin ich groß geworden. Wir sind Meister geworden, Europapokalsieger. Und sowas vergisst man nicht. Das bleibt dann im Herzen drin. Dann sagt man, ich bin Bayer. Und ich bekenne es auch im Fernsehen. Ich bin Bayer und ich zähle dazu. Exklusiv für die Bayern-Chronik 4 Sterne, 111 Jahre, stellte Hitzfeld sogar nochmal die Taktik vom Champions-League-Sieg 2001 nach. Und mit Hassan in die Spitze gegangen sind und in der Rückwärtsbewegung natürlich auch. Dieses außergewöhnliche Wiedersehen der drei Bayern-Legenden wurde natürlich beim Abendessen mit gutem Wein standesgemäß gefeiert. Der Marc, meine Mutter, hat's wieder gegeben. Komm, ich trinke alle Rotwein. Ja. Zum Wohl der